Go. Hallo und herzlich willkommen beim Ship Simulator 2017. Achso, nee, 7 Days to Die. Mit Higona. Hi. Mit Blub. Moin. Und mit der frisch verstorbenen Diva. Die wieder auferstanden ist. Die gerade das Haus repariert. Genau, du reparierst das Haus, ich repariere mal nur die Türen. Nennt sich dann Teamwork. So, ich glaube, jetzt habe ich aber alles. Hier war noch was nicht aufgewertet. Was ist das denn? Echt? Okay. Mhm. Deswegen ist gut, wenn es dann ein anderer mal durchkontrolliert. So. Ich werte jetzt mal die Dingens hier unten auf. Mhm. Ich versuche gerade da ein bisschen mehr Abstand zum Haus zu kriegen vom Berg. Damit wir vielleicht wirklich dann einmal das Spikes ziehen können. Ja, aber gut. Jetzt momentan wäre es noch zu knapp. Wir sollten das noch ein Stückchen nach hinten drängen. Ein bisschen. Ich wünschte, ich könnte ihn sprengen. Kann man da nicht mit dem Raketenwerfer reinschießen? Nee, passiert das wäre wahrscheinlich nichts, ne? Naja, doch, aber das lohnt sich nicht. Das macht la, wenig la, Bums. La, la, la. Ach, jetzt friere ich wieder, weißt du? Ziehe ich einmal diesen blöden Mantel aus, ja? Kenn ich. Ship, ship, hooray. Und wie viel Eisen hast du gefunden, Janis? Viel. Sehr gut. Das ist eine riesige Mine und das wird ein mega Tagebau. Das ist, Ja, ist doch gut. Poi! Das ist cool, weil unsere Türen verschlingen nämlich massig Eisen. Ich weiß gar nicht, warum. Verstehe ich nicht. Naja, das ist also... Also ich ja, noch 7 Level, da machen wir Tresortüren. Ich habe nur ein Problem, wenn sich das so weiterentwickelt, dann lande ich in Richtung Wasser. Okay. Muss drunter gehen, oder was? Naja, aber ich folge ja der Eisenmine, ne? Mhm. Naja, mal gucken. Vielleicht. Können wir eigentlich irgendwie Steindecken? Also, gibt's das auch aus. Ja, doch, Steinblöcke, klar. Ja. Ja, es gibt die auch in Flach. Einfach die Flagstone. Die Steindecken gibt's auch in Flach. Du kannst doch richtige. Du kannst doch so Holzkonstruktionen machen mit Pillern und so. Mhm. Da hast du eine Menge Auswahl. So. Naja. Was ist denn in der Forge drin? Nicht? Und da ist Zement. So. Ja, die rechte ist Zement, aber du brauchst den Betonmischer, weil da ist Fertiges drinnen. Ah. Da kannst du entweder Blöcke herstellen oder du nimmst das so. Und die Zementblöcke habe ich dir in diverse Partskiste rentern. Warte mal. Weil ich habe schon ein paar hergestellt, dass du bauen kannst. Ich will sie nicht beschreien, aber wir hatten schon voll lang keine Zombies mehr. Schon gut 2 Minuten. Das ist doch gut, oder? Ach nee, 3,5, weil so lang läuft die Aufnahme schon. Herzlichen Glückwunsch. Okay. Ja, dann... Ein Königreich für einen Verband. Und ein Splint. Splints haben wir viele. Ja, ja, hier bei mir. Ich hab dir ein Reparaturkit gefunden. Schön. Und eine Schlange, I. Boah, Mistvieh. So, dann... repariere ich dich mal. Das wird ja wohl reichen dafür, ja. Mich würde mal interessieren, wo die Hitbox bei den Schlangen ist. Ganz vorne am Kopf. Hallo Strom. Die war unsere Stromtesterin. Ja, es funktioniert immer noch. Kacke, ich hab einen Hitzschlag, ich muss Klamotten ausziehen. Nee, ich bin jetzt bei 15 Grad, ich glaube, ich kann es anlassen.
Die sind ja eigentlich eher da vorne, wo wir sind, ne? Wo sie die Mauer angreifen, ne? Ja, sie kommen meistens von unterm Steg. Da, Ja wo sie gut, jetzt nicht aber. mehr reinkommen. Das hast du ja zugemacht, den Steg. Also so langsam wird das echt gefährlich hier. Dann bau doch Stützen ein, Frames. Stützen ein. Ja, das Problem ist die Richtung, die die Eisenmine einschlägt. Ach so. Tja. Du, das Wasser läuft nicht. Es läuft nur einen Block weit. Also selbst wenn du mal Wassereinbruch hast, es fließt nicht deine ganze Mine voll, keine Sorge. Du kriegst sozusagen einen Block Wasser. Und den kann man notfalls mit einem Eimer abbauen. Ja. Ja, es ist ja so. Lasst uns den See trockenlegen. Nein. Sonst kann man nicht mehr sagen, wir bauen auf der Insel. Naja. Aber wir können die Also, Insel vergrößern. bei der Erde, die wir da abtragen, können wir locker den See trockenlegen. Nein. So, ich brauche den nicht ausrüsten. Oh Gott, bist du doof. Aber Deva, du könntest mal ein bisschen Erde nehmen und in der Workbench in Auftrag geben, dass er Erdklumpen draus macht. Okay. Wenn du gerade drin Ja, bist. dann könntest du, wenn du willst, bei mir hier oben mal ein bisschen was zumachen. Ja, Moment. Warte mal wieder und schmeiß mal das Eisen, was ich gerade erwirtschaftet habe. Ich habe keine Mats mehr. Ich muss erstmal. Hui. So, jetzt haben Muss wir erstmal. zweimal 1200 Iron Sehr und durchlaufen gut. und den Rest schmeiße ich jetzt oben rein. Ja, genau. Ja. Ich habe 15 Farbe. Gut, ist aber ein bisschen wenig. Ja, aber besser als gar nichts. Ihr könnt ja mal beim Händler schauen, ob der Alchemietisch geht dort. Erde. Aber ich Oh, glaube, der war sechs. kaputt, was wir gesehen haben. Weite Naja, 682 Betonmischung laufen. wenn da jemand hingeht, dann könnten wir ja eigentlich auch gleich was verkaufen. So, ich tue die Betonmischung jetzt erstmal hier rein. Ist neue fertig, also es läuft jetzt neue durch. Sehr gut. So, liebe Erde. Wie gesagt, Ich lieber, die mach. Blöcke, die da sind, könntest du auch verbauen. Also du kannst, wenn du willst, Mauer weiterbauen. Ja, ich mache Oder jetzt bei mir das erstmal Loch da mithelfen, gerade einmal. Grasboden. Ich mache jetzt erstmal Grasboden. Wie viel kann ich denn herstellen hier? Mein Kannst Gott. du in einer, wenn du keinen Platz hast, kannst du das auch in der Werkbank anschmeißen, ne? Ja, da rennen die Mollys durch, aber die müssten Ach gleich so. fertig sein. Die Mollys sind fertig. Ich mache jetzt erstmal 500 Erde. Okay. Wie sieht's mit Werkzeuge aus? Habt Du, ihr alle allein mal noch? Ist alles noch bei dir Reserve da? da? Erde kann einstürzen, ne? Ja. Ja, was soll ich denn sonst herstellen? Außer man macht Frames drunter, ne? Dann stürzt es ja nicht ein, ne? Richtig. Brauch geschmiedetes Eisen, die Tür ist kaputt. Gut, wenn du es aufschüttest mit Erde, kannst du auch nicht einstürzen. Das ist ja schlecht. Okay, ist hier noch was kaputt? Nein. Danu, Nein. Ja. kann ich eine Brücke beantragen? Wo? In Richtung Norden von der Insel runter? Kannst du beantragen? Wird aber eine Weile dauern, weil die Strecke ist noch weiter. Nee, ich glaube, die ist sogar kürzer. Nee, laut Karte nicht. Ist länger Okay. als das, was ich jetzt schon gebaut habe. Also So. beantragen kannst du es mal, bearbeitet wird sicher auch irgendwann. Nimmst dann einfach Allen Beton, den Spitzen. Betonmischer und kippst den See zu. Fertig. Nein. Sowas würde ich doch nicht tun. Wie schaut denn das aus? Ja. Hart. Wisst ihr was? Ich habe ein bisschen Eisen in der Tasche. Gescrapt es. Ich mache da jetzt Alteisenspitzen draus.
Ja, in der Dings ist auch noch ein bisschen was in der Forge-Kiste. Und Und wenn ich jetzt sonst gib leer in der bin. Forge halt mal Scrap in Auftrag. Ja, wir brauchen es ja noch. Ja, aber Hekona hat es jetzt voll gefüllt mit Eisen. Solange wir nicht ständig die Türen reparieren müssen, ist doch nicht so teuer. Aber die Türenreparatur ist halt wirklich teuer. Ja, ich glaube dir das so. Wie spät ist das? 18 Uhr. Erde? Ich wollte Erde mitnehmen. Moment. Kacke, wieso habe ich jetzt schon wieder eine Unterkühlung? Ist doch nicht wahr hier. Jo, rinnende Klamotten raus aus den Klamotten. Ich hab das Problem, ich hab bloß 18 HP. Oh, Und ich ich bin. glaube, ab 18, ab Stufe 3 war das mit dem Schaden, ne? Das weiß ich No. nicht. Hast du dritte Stufe? Ja. Ja, dann merkst du, wo du stirbst. Ich bin kurz vor der Haustür, ich bin im Gemüsebeet. Ach so. Dann kannst du sterben auch. So. Hekona wollte. Ich Ah! lebe. Ich bin in dein Loch gefallen. Hilfe. Ich bin im Haus drinnen, in der Nähe vom Lagerfeuer. Der kühlt immer noch aus. Was ist denn das? Was ist das hier für ein Loch? Läuft das Lagerfeuer auch wirklich? Ja, jetzt Du zeige ich es sollst mir auch oben übrigens die an. Decke zumachen, bitte. Ah, jetzt wird's wieder warm. Okay. Komisch. Quasi Dauert ja ein Von da an bisschen. jetzt dann, dass es geradezu ist. Ja, du, dann setz mal die Frames im Viereck, dass wir da eine Leiter runter machen können mit einer Klappe oben drauf. In was? Du brauchst doch eine Leiter, oder nicht? Du brauchst Ja, doch einen ja. Eingang. Oder. Ja, richtig. Sie macht es dann im Tagebau eine Mine. Haben wir nicht noch Kaffee oder sowas? Müsste nur angesetzt werden. Ich pack den Raketenwerfer mal in die Waffenkiste rein. Wobei, wie teuer. Ach. 2400 Gold würde der, Silber würde der bringen, Gold. Nein, den verkaufen wir nicht. Hallo, Hekuna? Kann ich da mal wieder raus? Nö, du Da war bleibst jetzt da heute. drin, dann lieber. Da Nicht Danu, in mal. die Waffenkiste würde ich dir mal das Painting-Wall-Ding reinpacken. Du kannst, ja, hast von mir aus da Und rein. Deva, da ist ein Raketenwerferbauplan und der Vollstreckermagazin. Ja, ist klar. Moment. Paar Schüchern, die eh keiner braucht. Patronen. Blitzdings. So, und jetzt kann man oben drauf zumachen und da in der Mitte eine Leiter runter. Das beinhaltet aber auch, dass man hier eine Treppe runter hat. Wäre jetzt so meine Idee. Hast du eine Kiste für Farbe und sowas? Haus einfach da in die neben diverse Parts, würde ich sagen, oder in diverse Parts rein. Seh die, in die ich am öftesten reinschaue. Jo. Gesicherte. Wo ist diverse Parts? Riesen, es gibt Schilder. Kleidung. Diverse Parts, sagt er. Extra alles beschriftet für Ja, euch. ja, 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 ja. Ich kann's Ja, bloß noch, aber hoch. da kommt noch eine Leiter hin. Oh ja, du hast doch 360 Farbe. Ja, ich weiß. Aber das ist ja nur unser momentanes Zwischenhäuschen da. Das ist ja noch nicht das, was Deba baut. Okay. Okay. Ich würde die Messbecher packe ich mal mit da rein. Oh, wir haben 5 Messbecher, ne? Ja, wir brauchen ja eh drei. Also haben wir fast schon genug für zwei Alchemiestationen. Ich mach das jetzt hier mal zu, Hegona. Das sollte ich doch, oder? Ja. Okay. Baust den ein? Ich verbuddel ihn. Das ist okay. Aber denk dran, er braucht noch irgendwo einen Weg raus, weil sonst kann er das Nein, Zeug nicht nein, ein bringen. kleines Loch für Essen, Trinken und ein bisschen Sauerstoff. Er ist da ganz genügsam. Ja. Pflege leicht. Und am Ende der Treppe bäumen doch unten Stroh hin. Ja, das war der Plan. Ja, das muss eh anders gemacht werden noch, aber. Ja, alles gut. Ist ja nur erstmal.
Haben wir noch Spitzhacken? Kann ich dir gerade nicht sagen. Ich habe noch welche im Inventar, aber... Ja, hier sind noch 3 Stück drinne. Okay. Da könntest du aber mal 250er machen. Mach ich gleich. Ist irgendwo Holz? Hat wer Holz für mich? In der Forge-Kiste ist Holz drin. Wie kommt man denn jetzt hier? Da ist ein Zombie irgendwo. Zombies. Gehen wir auf Dach. Ja, unten an der Wand wieder. Mhm. Ist schon. Machst du sie fertig? Ach du Kacke. Was? Ach du Kacke. 3, 4, 5er. Da leuchten Augen. Du hast mich jetzt hier zugemacht, dass keiner runterkommt, ne? Ich da kann es zumachen, Augen. Ja. Mach doch mal gerade mit Frames zu, dass da nichts runterkommt. Ich hab zugemacht. Gut. Damit Herr Gunnar da unten safe ist. Ja. Der hat's gut, oder? Mhm. Weil das letzte, was ich hier unten jetzt brauche, ist ein Zombie-Besuch. Ne? Auch wir hätten Spaß dabei. Das glaube ich. Ich finde das jetzt nicht fair. Also, ich will auch da unten. Es werden ja immer mehr. Was ist denn hier kaputt? Ich komme euch mal helfen. Du, ich bin noch im Buddeln. Blub, bist du gerade. Ja, alles gut. Ich krieg ja keinen Schaden. Aber. Wo sind wir denn? Hier Licht. Da, wo es brutzelt. An der Mauer. Komm her, du Dicke. Schaut bloß, guck, dass die Front bleiben, weil dann kann ich weiter buddeln da hinten. Ach du Scheiße, das ist wirklich eine Horde. Kommen immer mehr. Deva, du gehst zu weit nach vorne, du ziehst sie von der Mauer weg. Ja, ich geh mal nach hinten. Ich muss auch weg hier. Diva ist gestorben. Ja. Wieso ist Diva gestorben? Weil sie sich fressen lassen hat. Mhm. Wollte noch schießen und konnte nicht schnell genug auf den Knüppel wechseln. Wenn sie euch überrennen, müsst ihr was sagen, weil ich bin da immer noch hinten an der Mauer und buddel, ja? Alles gut. Die sind ja noch in den Spikes zugange. Und im Strom. Oh. Out of Pfeile? Schau unten in die Waffenkiste, ob noch welche drin sind. Ich kann nebenbei noch welche craften, alle Dude. Oh, 4er. Yay! Nee! Doch so viele. Ja. Wir hatten doch unten Mollys, oder? Ich muss mal welche. Oh Moment. Mann. Die waren in die Mordennacht gedacht, die war. Wo sind sie denn? In der Partkiste. Hab ich's gleich rentern. Im Partkiste. Diverse Parts. Doch. Danu, vielleicht solltest du mal mit nach vorne kommen. Braucht's, ne? Ein paar Pfeile rausrotzen. Dass das Viehzeug da mal stirbt. Dann schauen wir mal. So, schauen wir noch mal. Wo sind sie denn dann? Ach, da. Ja, klar. Ich hab das Wasser angezündet. Machst du die mal alles kann? Naja, Benzin schön drüber, ne? Sieht aber gut aus, sie brennen. Ja, mal das funktioniert also auch im Wasser. Ich auch. Hilfe. Du funktionierst auch im Wasser, ja, das ist gut. Eva, komm nicht zu nah, bitte, du schmeißt mich gerade in eine Mauer. Okay. Ich geh wieder rein. Ich brenne! Ja, aber brennst du denn hier rum? Ich bin gleich tot. Mit 5 HP überlebt. Sehr gut. Die machen die schöne Wand kaputt. Ja. Kann man ja reparieren. Ich komme ja nicht dazu, da irgendwas zu machen. So, jetzt schaut's ruhig aus, oder? Irgendwo ist aber noch was. Ja.
Ach, die. Oh, scheiße, die sind schon drinne. Wo? In der Wand. Ich sehe bloß nichts, das ist das Problem. Deswegen Alteisenspitzen. Beton. Oh ja, die haben gut gebuddelt. Da ist ein schönes Loch drinne. Ja, ist nicht so schlimm. Ich sehe nichts, ich muss hier raus. Ich hab einen Footballhelm und eine Lampe, Danu. Gut. Irgendwer ist hier noch. Ich bin im Wasser und versuch die zum. Wo ist denn der Zombie? Okay. Unten drinnen, in der Mauer. Ja. Okay. Das, mir wäre viel lieber, weiß ich nicht, wenn wir hier Spikes zustellen und eine so eine Rampe hochbauen. Ja, ich würde auch eine Rampe hochbauen und sie oben erledigen. Wäre wahrscheinlich ja, einfacher. Müssen wir das machen. So. Du hast einen Helm hintern. Wo soll ich denn tun? Kleidung? Kleidung. In die Kleidung. So. Pack ich die Taschenlampe gleich mit daneben. Ja. Das Helm musste ich aufsetzen. Er hat gesagt, wir haben noch eine. Super. So, Taschenlampe und Helm sind in der Klamottenkiste. Gut. Dann schauen wir mal, was wir noch brauchen. Okay. Zerlegen, genau, ja, zerlegen wollten wir's. Electrical Parts. So, geh mal an. Scrap Plastic und was war's dritter? Mist. Dritter. Da war ich leider, bin ich da noch nicht zugekommen, irgendwas aufzuwerten. Yep. Irgendjemand ja, verhungert hier gerade? Wer ist in der Partkiste? Ich ja. Nicht. Soll ich weglegen? So. Ja, wenn du einen Helm haben willst, dann lass mich da rein. So. Du bist schon lange frei, lass mir doch mal leer machen hier. So, fertigen, dann brechen wir kurz die Erde ab und geben es neuen Auftrag. Waffen und Co. Dann da sind noch zwei Prints für dich drin. Fertig. Okay. Deva, da sind noch zwei Prints in deiner Waffenkiste. Mhm, das mache ich später nicht jetzt. Ich muss jetzt erstmal hier die Wand reparieren. Die Wand machen. Hab ich noch Blocks? Wo hast du denn die Pfeile hingepackt, Danu? In welche Kiste? Die waren in der Waffenkiste. Ah, okay. Da unten, okay. Gut. Ja, wie die wird es dann da rein aufteilt, weiß ich nicht. Aber ich habe mal da reingepackt. Ja, ich mache mal 225er Stacks. Ich habe nämlich noch ein bisschen crafted. Hm. So, dann kann ich ja jetzt wieder weitermachen gehen. Immer diese Störungen hier beim Buddeln. Furchtbar, ne? Ja, furchtbar. Ja. Yay, ich hab ne Funzel auf dem Kopf. Mhm. Er ist ein Döner. Achso. So, Spitzhacken. Dann mache ich jetzt mal drei Spitzhacken. Ach, ich mach gleich vierer. Das wäre gut, weil die sind alle schon ziemlich. Und ich muss dann nämlich. Ja? Erstmal ein bisschen was herstellen zum. Na gut, das dauert jetzt aber eine Weile, weil da läuft noch 20 Minuten lang die Erde durch. Hatten wir schon fertige Blocks oder? Ja. Du hast 50 fertige Blocks in diverse Parts gehabt. Okay, dann nehme ich die mal mit. Mhm. Das war die erste Ladung, die ich gleich umgewandelt habe. Mhm. Aber stimmt, eine Betonkiste fehlt auch noch. Feuchter Beton. Also ich würde jetzt die da unten weg sind, nur austauschen gegen den Beton. Ja, genau. Und den Rest dann aufwerten. Mhm. Oh. 1500 Metall außerhalb der Forge, der Rest ist. Sehr gut. Aber ich glaube, wir müssen erstmal die Zombies da gleich wegräumen. So. Ja, sonst könnte man eine zweite Forge hinstellen für Eisen, aber dann kommen wir nochmal Schreierinnen. Wollen wir da oben auf den Berg vielleicht auch mal ein paar Dingens hinstellen? Den Berg lassen wir doch einstürzen. Theoretisch, ja. Sieht aber so aus, als wenn es noch dauert. Naja, ich habe da schon wieder ein ordentliches Loch, das wird bald einstürzen. Hoffentlich. Okay. Haus sieht gut aus. Ich habe keine Erde. Okay.
Erde ist in der Werkbank, läuft doch ja, durch. Ja, nee, ich wollte hier nur gerade was reparieren, deswegen. Oh. Ist nicht so schlimm. Hm. Nicht so schlimm, dass ich keine hab. So, ich werde jetzt erstmal ein bisschen Clay machen. Gute Idee. Bei einer Forge ist wohl gar nichts mehr drin, wie ich das richtig mitgekriegt hab. Oh. Yep. Also zumindest nichts, was durchläuft. Hm. So, nee, es ist doch der Gras. Doch, ja, Clay ist noch da, 3000, aber nicht mehr. Das ist nicht mehr viel. Wirklich die Masse, nee. Ich habe vorher ein bisschen ein paar Gläser ankort, weil nachdem wir ja Maisbrot machen, brauchen wir die auch immer wieder. Da kannst du jetzt auch notfalls im Betonmischer Sand herstellen, gell? Ja, das ist gut. Okay, da komme ich nochmal hin. Dann nehmen wir das. Okay, mal gucken, ob ich an dem Strom vorbeikomme. Hören wir. Das hören wir gleich lieber. Wie kriege ich die denn jetzt hier? Komische Klappe, wo kriegen wir die denn her? So eine Luke kann ich dir dann machen. Achso, habe ich jetzt das Metall noch im Inventar? Ich habe das Metall noch im Inventar. Ja, auch. Das ja, ich habe auch das Metall noch im Inventar, weil ich gerade Werkzeug hergestellt habe. Also. Ja, dann mach's doch gerade. Ach, ich komme da gar nicht an die Zombies unten ran. Weil? Ah, jetzt. Oh, ich sollte echt was essen. Die braucht Scrap Metal, die Alteisenklappe. Ja, es ist scheißegal, es geht einfach nur darum, nichts auf den Kopf fällt. Ja, ja, weiß ich, aber ich habe kein Scrap Metal dabei. Das hat Deva sich. Was? Ich habe nicht alles genommen. Du brauchst dann 40 Alteisen. Ja, warte mal, du kannst doch auch. Ach nee, das ist die, ja. So. Ja, du musst schon aufwerten. Ich hab da nie drauf gehört. So. Der Honig kommt eigentlich zur ersten Hilfe. So. So, ich habe jetzt eine entbaut. Die kommt einfach zwischen Frames, ne? Brauchst du keinen Rahmen für, ne? Nee, die braucht keinen Rahmen. So. Die war? Na toll. Hallo? Nee. Hallo, Strom. Ich bin schon wieder tot. Ich weiß, ich hab's gehört. Ja, zum Basteln müssen wir das, glaube ich, mal abschalten, weil das wird sonst hier nichts. Ich da und verhungere jetzt gerade, weil ich wieder ohne was zu essen reingelaufen bin. Da können wir aber nicht helfen, wenn du das Essen vergisst. Ah. Okay. Diva, dreh oben einfach den Generator mal ab. So, ich glaube, wenn du dauernd durch den Strom stirbst. Braucht ihr für eure Zementgeschichte auch Lehm? Nein. Nein. Im Prinzip brauchen wir nur Tonnen an Stein. Minibike wäre cool. Ja, Reifen hätten wir auch schon schöner. Machst du mir ein paar Rollschuhe? Nein. Rollschuhe mit Autoreifen, sag mal, du hast einen Knall. Sieht doch geil, ne, für Offroad und so. Ja. So. Ja, ich traub's mir einfach an die Füße ran. Demnächst kann ich da dann vielleicht ein Fahrrad craften, mal schauen. Na, das wäre wirklich geil, wenn das kommt, ne? Ja, aber das kommt, wenn überhaupt, das dauert noch. Okay. Das kenne ich von irgendeinem anderen Game her, oder mehreren, da gab's dann Fahrräder, die haben dann überall rumgestanden und dann hast du die genommen und bist durch die Gegend geradelt. Ja, das Schöne ist ja immerhin, die dürften ja kein Benzin brauchen. Das wäre verwunderlich. Oder vielleicht kannst du aus dem Fahrrad einen Mofa machen, indem du einfach Motor mit reinschraubst. Haben wir nichts mehr zu trinken? Doch, in der Kiste daneben. An. Nachdem wir jetzt genug gehabt haben, habe ich es gleich aufgeteilt, damit man es besser... Oder damit zwei Leute sich notversorgen können, wenn sie am Verdursten und verhungern sind. Sehr gut. So, ich versuche dann mal mein Glück im Klappenbau. Mit was? Im Klappenbau. Achso, okay, ja. Musst nur schauen, dass die Klappe nicht genau dorthin aufgeht, wo du die Treppe hast. Also die Leiter runter. Sonst ist egal.
Und notfalls craftet die Blub sicher gerne noch eine. Bestimmt. Was gehört mir da? Na klar. Ich muss da irgendwas reinsetzen. Aber ich sehe gerade, wir haben schon wieder 29 Minuten. Wohin ist die Zeit, Leute? Ja. Faszinierend. Passt Erde rein? Ja, naja, aber so ein paar Zombies alles anrichten. Aber vielleicht kriege ich das noch. Nee, kriege ich nicht. Also sie nehmen nicht nur unser Leben, sie nehmen auch noch unsere Zeit. Was für eine Unverschämtheit. Das geht gar nicht. In der nächsten Folge wird hier wieder ein Stück Berg einkrachen. Würde ich sagen. Okay. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bye. Ciao.